Am Freitag war großer Wohngipfel im Kanzleramt. 3 Stunden und genau 4 Minuten hat er gedauert. Zu trinken gab es stilles Wasser, Zitronenlimo und alkoholfreien Roséwein. Die Kanzlerin erschien im Hosenanzug in der Modefarbe Russisch Ei. Bauminister Seehofer hatte sich immer die Haare mal wieder nicht ordentlich gekämmt. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil es sonst nichts weiter zu berichten gab. Von wegen Wohnen wird zur Chefsache, Mietpreisbremse, Brau, Kindergeld, Sonderabschreibung für Nachtspeicheröfen. Allesamt lendenlahme Vorschläge aus der Asservatenkammer der Ratlosen. Wann soll die sogenannte Wohnraumoffensive denn nun eigentlich beginnen? Fragen wir einen Kleinmieter. Günther T. aus P. ist empört. Was soll das Gelaber mit der Mietpreisbremse? Die sollen eigentlich Gas geben. Tja, lieber Günther, da haben Sie möglicherweise etwas verwechselt. Doch irgendwie oft zu meckern suchen wir nach belastbaren Lösungen. Nachverdichtung, das Schließen von Baulücken, war gestern. Jetzt kommt die Tiefverdichtung. Ursula F. aus G. Bei mir im Keller ist noch Platz für mindestens 2 Familien. Und die Heizungsrohre strahlen ganzjährig ohne gemütliche Wärme ab. Da spart man jede Menge Nebenkosten. Win-win-bingo! Weiter. Wie wäre es mit einem sogenannten Tiny House, auch Mini-House oder Modulhaus genannt? Aktuell der ganz heiße Scheiß und bereits ab 3.800 Euro zu haben. Wohnen wie die Zwerge. Eine weitere unkonventionelle Lösung, gerade wieder populärer geworden durch die Umbaumaßnahmen im Hambacher Forst. Baumhäuser. Der Wald geht, wir bleiben sitzen. Und, oder. Aber auf die naheliegendste Lösung kommt natürlich mal wieder keiner. Und die liegt im Verhältnis Wohnraum pro Kopf. Mussten die Bürger 1972 mit 26,4 Quadratmeter Fläche nehmen, sind es heute schon mehr als 46 Quadratmeter. Doch zu viel Platz tut den Menschen nicht gut. Sie vereinsamen und werden immer dicker, um den ungenutzten Raum sinnvoll zu füllen. Schauen wir deshalb über den Tellerrand hinaus in die wunderschöne asiatische Metropole Hongkong. Dort ist der Raum noch viel knapper. Deshalb wohnt die Familie Ching in einem nur 4 Quadratmeter großen Käfig. Der ist jedoch viel großzügiger, als er wirkt. Familienoberhaupt Herr Ching, das Geheimnis ist der Schnitt. Außerdem arbeiten er und seine Frau nachts und tagsüber besuchen die 3 Mädchen die Schule. So gehen wir uns nicht auf den Senkel, schmunzelt der stets gut gelaunte Gebäudereiniger. In der direkten Nachbarschaft finden in 7 weiteren Käfigen insgesamt 63 Menschen Platz. Wenn man sich mal gegenseitig besuchen will, sind die kurzen Wege natürlich ein Vorteil. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend.